So, meine Freunde, genau in diesem Moment, wo ihr das Video sehen könnt, beginnt der Reset von Ich bewerte eure Zoos. Und das heißt für euch, ihr könnt jetzt wieder an diese E-Mail-Adresse eure Zoos einsenden. Und mit etwas Glück werde ich dann ein Video dazu machen. Allerdings sind diesmal die Richtlinien ein wenig strenger, denn ich werde nur noch fertige Zoos bewerten. Das heißt, euer Zoo muss wirklich zu 100% abgeschlossen sein und keine Baustellen oder sowas mehr haben, wo irgendwie noch was fehlt. Denn ja, ich habe einfach zu viele Zoos, deswegen muss ich jetzt ein bisschen die Ansprüche nach oben schrauben. Ich werde das auch vorher einmal kurz prüfen und überfliegen und dann erst das Video dazu aufnehmen. Das heißt, ihr könnt mich da nicht tricksen oder so, weil ich werde vorher einmal rüberschauen über euren Zoo. Dann ist es noch wichtig, dass euer Zoo mindestens 20 FPS bei mir hat. Das müsst ihr immer dann so ein bisschen je nach eurem Rechner natürlich umrechnen. Das heißt, achtet ein bisschen darauf, dass ihr keine Massentierhaltung macht. Achtet ein bisschen darauf, dass ihr sparsam mit den ja, Düsen und sowas arbeitet. Das sind alles Sachen, die fressen FPS. Seid da ein bisschen vorsichtig und baut lieber klein und fein statt riesig und viele Tiere. Weil darauf kommt es gar nicht an. Es geht hier wirklich eher darum, jetzt richtig tolle, schöne Zoos zu sehen. Und die können auch sehr klein sein. Das macht rein gar nichts. Dann ist es noch wichtig, dass ihr, wenn ihr eine E-Mail an mich schickt, einen relativ kurzen Text zum Zoo und über euch schreibt, den ich dann in dem Video vorlese, weil ich möchte nicht mehr so ellenlange Texte da haben. Allerdings könnt ihr dann auch noch andere Sachen, die ihr schreiben wollt, in den privaten Teil einfach unten drunter schreiben und die E-Mail, dann passt das soweit, denke ich mal, auch. Und es wäre cool, oder es ist eigentlich ein Muss, wenn ihr in einem Video euren Zoo besichtigt haben wollt, dass euer Zoo irgendwie was Besonderes hat. Also irgendwelche coolen Highlights zum Beispiel, so wie hier jetzt ganz viele Lichtspiele und so ein cooler Tunnel. Der Zoo ist übrigens auch unten in der Videobeschreibung auch ein sehr cooler Zoo. Ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr. Checkt's einfach ab. Oder zum Beispiel cooler Unterwassertunnel, ein richtig krasser Wasserfall und. Da gibt's sicherlich viele Sachen. Oder der Zoo hat ein ganz besonderes Thema oder so. Das geht natürlich auch. Lasst euch auf jeden Fall was einfallen. Nicht so ein 0815 Standard-Zoo. Baut irgendwas Besonderes, Cooles und schreibt das bitte dann auch in die E-Mail. Schreibt bitte eben rein, was eure Highlights sind, damit ich das auch sehe natürlich. Ne? Kann natürlich sein, dass ich über euren Zoo fliege und euer Highlight zum Beispiel verpasse, weil das irgendwie unterirdisch oder so ist. Deswegen schreibt auch eben kurz rein, was euer Highlight ist, damit ich das auf keinen Fall verpasse. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habe ich gar nicht weitere Ansprüche. Das reicht, denke ich, auch mal. Es ist nicht mehr garantiert, dass ich zu euren Zoos dann ein Video mache. Allerdings hofft es dann einfach. Schickt sie ein und dann werdet ihr sehen. Ich werde dann mal gucken, wie ich das handhabe, welche Zoos ich bewerte und so. Das werde ich dann selber so ein bisschen aussortieren. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben beim Bauen. Ich freue mich auf eure Einsendung. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Dandy. Eine Sache habe ich noch vergessen, Leute. Im Hintergrund seht ihr jetzt übrigens auch den Namen des Zoos, nämlich Magic Forest. Sehr cooler Zoo. Allerdings wollte ich noch eben sagen, dass ihr noch eben bitte dazu schreibt in eure E-Mail, ob ich den Zoo hochladen darf für die Allgemeinheit oder nicht, weil ja, viele Leute fragen halt immer danach, ob man die Zoos auch mal selber ausprobieren kann. Deswegen wäre es cool, wenn ihr eben reinschreibt und mir die Erlaubnis gebt, dann lade ich das Ganze hoch. Dann kann jeder das auch mal runterladen und euren Zoo dann selber ausprobieren. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, ist das auch nicht schlimm. Schreibt es einfach eben rein und dann passt das soweit. Und ansonsten, wie das Ganze funktioniert mit dem Einsenden, wer es noch nicht gemacht hat, steht auch alles unten in der Videobeschreibung. Das solltet ihr eigentlich alles hinbekommen, denke ich, soweit. Ist gar nicht so schwer. Und eine kleine Anleitung einfach befolgen, dann passt das Ganze. Und das war's jetzt auch schon. Ciao.